Moinsen! Gestern verkünden die Entwickler von Outriders, dass es nächste Woche den ersten Patch geben soll. Dieser Patch 1.2 soll einige Fehler beheben, die momentan noch einem das Spiel verhageln können. Dazu zählt zum einen die Crossplay-Funktion, welche momentan nicht funktioniert. Diese soll aber ab nächster Woche dann durchaus gehen, das versprechen uns jetzt schon die Entwickler. Ich bin mal gespannt, ob wir dann mit unseren Konsolenfreunden in den Kampf ziehen können. Daneben gibt es auch einige Fixes bezüglich Bugs. Dazu zählen große Fixes, wie zum Beispiel, dass euer HUD, wenn ihr das Spiel reinjoinen solltet, oder auch zum Beispiel einfach mittendrin verschwindet, das soll dann behoben werden, und es sollen auch allgemeine Startfehler des Spiels behoben werden. Und außerdem soll es auch noch zahlreichen kleineren Fehlern an den Kragen gehen, aber dazu erfahren wir dann wohl eher mehr nächste Woche. Und eine gute Nachricht gibt es auch noch für alle PC-Nutzer. Diese können sich nämlich dann ab nächster Woche darüber freuen, dass ihre GPU, also ihre Grafikkarte, komplett ausgelastet wird. Da gibt es momentan noch ein kleines Problem, das betrifft jetzt nicht alle Leute, dass manchmal, auch wenn man eine gute Grafikkarte hat, dass man Mikroruckler bekommt und dass es mit DirectX 11 oder auch 12 nicht richtig läuft. Das soll ebenfalls ab nächster Woche behoben werden, dann soll eure Grafikkarte komplett ausgelastet werden und dann müsste das Spiel in der Theorie dann auch flüssig durchlaufen. Und aufgrund der ganzen Probleme nach dem Start von Outriders wird es für alle Spieler, welche vom 31.03. bis 11.04. Outriders gespielt haben, ein Geschenk geben, also für alle Spieler der ersten Stunde. Dieses Geschenk wird euer bester Charakter erhalten und bekommen werdet ihr eine legendäre Waffe, die zu diesem Charakter passt, da haben die Entwickler das extra betont. Es wird nicht irgendein random Drop sein, den ihr bekommt, sondern diese Waffe soll tatsächlich einfach auf euren Charakter maßgeschneidert sein. Dazu erhaltet ihr auch noch ein wenig Titan und ein neues E-Mod, was es so allgemein nicht so erhalten geben wird, sondern nur quasi für die Spieler, die vom 31.03. bis zum 11.04. gespielt haben. Und dieses ist das Frustrations-E-Mod. Damit könnt ihr dann immer schön zeigen, wie genervt ihr gerade seid. Auf diesen Schadensersatz, nenne ich jetzt mal, auf die Geschenke, werden auch all diejenigen Anspruch haben, die außerhalb des genannten Zeitraums zum Beispiel nochmal ein Inventar-Wipe erhalten sollten. Solltet ihr das bekommen, meldet euch beim Support, gebt das an und dann bekommt ihr all eure Items wieder, plus noch einen kleinen Bonus. Bezüglich vergangener Inventar-Wipes gibt es auch nochmal wieder ein paar neue Informationen. Denn nächste Woche sollen all diejenigen, die davon betroffen sind momentan, einen Reset erhalten, wodurch ihr all euren Loot wiederbekommt. Allerdings werden nur epische und legendäre Gegenstände wiedergeholt. Also blaue Gegenstände werdet ihr nicht wiederbekommen, finde ich auch persönlich nicht so wirklich sinnvoll, denn die blauen bringen einem nicht so viel, epische und legendäre dagegen schon. Somit solltet ihr diese verloren haben, werdet ihr diese wiedererhalten. Ihr braucht auch keine Sorge haben, dass euer momentan bestehendes Inventar, was ihr euch jetzt wieder aufgebaut habt, verschwindet. Es wird einfach quasi nur das alte Inventar auf das neue noch zusätzlich draufgeschlagen. Und nun kommen wir zum wichtigsten Teil, zu den wichtigsten Änderungen, und auf diese müssen wir jetzt nicht mehr eine Woche warten, denn diese sind bereits seit gestern schon aktiv. Dabei geht es um Balancing-Anpassungen bezüglich einiger Fähigkeiten, überwiegend auf der Seite des Technomanten und auf der Seite des Assassinen, wobei der Pyromancer auch mit einer Fähigkeit betroffen ist. Als erstes geht es aber um die Historiker-Mission, die Kopfgeld-Mission und die Jagd-Mission. Diese geben euch nach erfolgreichem Abschließen jetzt mittlerweile kein legendäres Item mehr garantiert, sondern wurde die Chance auf ein legendäres Item nun einfach extrem stark nach oben gesetzt, denn Spieler haben einen Exploit gefunden, wie sie einfach legendäre Items ganz stark multiplizieren konnten. Also nach erfolgreichem Abschließen bekommt ihr jetzt nicht immer garantiert ein legendäres, sondern es besteht einfach nur eine höhere Chance darauf, dass ihr eins bekommen könnt. Außerdem wurden die Expeditionen Chemiefabrik und Boomtown ein klein wenig überarbeitet. Um für diese beiden Expeditionen die Gold-, Silber- oder Bronzemedaille zu erhalten, müsst ihr euch nun ein klein wenig mehr beeilen, denn die Zeit, die man für diese beiden Expeditionen benötigen darf, wurde jetzt nach unten gesetzt, das heißt, ihr müsst schneller sein, um die Gold-, Silber- oder Bronzemedaille in den Expeditionen Chemiefabrik und Boomtown zu bekommen. Außerdem gibt es auch noch eine kleine Änderung an den Sturmgewehren und an den Scharfschützengewehren. Da wurde der kritische Schadensmultiplikator bei den Sturmgewehren von 175 auf 165% gesenkt und bei den Scharfschützengewehren von 300% auf 250%. Die wichtigsten Änderungen betreffen aber wohl die Fähigkeiten in Bezug auf tückische Kugeln und Pestkugeln.
Diese skalierten für die Entwickler einfach zu stark mit, vor allem auf der Seite des Assassinen und des Technomanten, so dass andere Builds bei diesen beiden Klassen stellenweise komplett irrelevant wurden. Und das haben sie nun ein klein wenig geändert, eventuell auch ein klein wenig zu stark. Ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen nochmal ein neuer Balancing-Patch dann rauskommen wird. Wichtig ist, immer wenn ein Balancing-Patch rauskommen soll, müsst ihr dafür nichts runterladen. Die Entwickler können das alles serverseitig einstellen, also ihr werdet das im Großen und Ganzen nicht merken, außer dass ihr auf einmal mehr oder beziehungsweise weniger Schaden machen solltet. Nun aber mal zu den folgenden Änderungen. Der Cooldown der türkischen Kugeln beim Assassinen wurde von 16 Sekunden auf 25 Sekunden nach oben gesetzt, also ein ganzes Stück länger braucht ihr jetzt, um diese wieder einsetzen zu können. Das begründen sie damit, weil der Technomancer ebenfalls eine längere Cooldown-Phase hat und das wurde jetzt einfach angepasst, damit quasi das Risiko für beide Klassen sich ungefähr gleich verhält. Außerdem wurden die Skilltree-Eigenschaften verheerende Feuerkraft, Spross der Macht und Outrider-Henker von 50% auf 35% gesetzt. Das betrifft diese drei Fähigkeiten den oberen Skillbaum des Assassinen und das ist der Skilltree des Meuchelers. Aber auch beim Technomanten gibt es eine Änderung, und zwar wurden im oberen Skilltree die Knotenpunkte der Säuberung geschwächt, und zwar von 30% auf 15% runter, also auch da werdet ihr nun deutlich weniger Schaden verursachen. Aber wenn man schon mal dabei ist, geht es nicht nur um den Technomanten und den Assassinen, auch beim Pyromancer wurde eine kleine Änderung vorgenommen. Und zwar die Fähigkeit bzw. der Skillknoten Ascheprobe beim Pyromanten wurde von 30% auf 15% gesenkt, also auch dort weniger Schaden-Output. Zum Schluss gibt es aber noch eine Änderung, die soweit alle betrifft, und zwar geht es dabei um den Status der Anfälligkeit. Dieser hat eigentlich dafür gesorgt, dass Gegner 25% mehr Schaden gefressen haben, wenn sie diesen erhalten haben. Das wurde jetzt aber auch ein klein wenig abgesenkt, von 25% nämlich auf 15%. Und das sind jetzt erstmal soweit die wichtigsten Änderungen, die es nächste Woche geben wird und die es jetzt schon gibt. Und jetzt meine persönliche Meinung dazu, ich finde es tatsächlich gut. Ich weiß, damit könnte ich eventuell relativ alleine dastehen, weil viele sich darüber jetzt aufregen, dass sie jetzt nicht mehr eventuell den einen Schwierigkeitsgrad spielen können, den sie vorher gespielt haben und das ein bisschen zurückstufen müssen. Für mich ist es aber durchaus Sinn der Sache, vor allem werden somit andere Builds jetzt durchaus interessanter im Vergleich so wie es vorher war. Man konnte sich einfach als Technomant und vor allem auch als Assassine darauf beruhen, dass man einfach die ganze Zeit seine Kugeln benutzt und durch die Gegner durchmäht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das wurde jetzt alles gebessert. Viele Leute meinen dann, ja, wieso haben sie denn nicht einfach die anderen Klassen gebufft, beziehungsweise einfach alles nach oben ein wenig gesetzt, damit das dann alles gleich ist. Prinzipiell ist es aber natürlich deutlich leichter, einfach nur ein paar Fähigkeiten nach unten zu setzen, als auf einmal irgendwie 50, 60 Fähigkeiten nach oben anzupassen, um dann zu sehen, es funktioniert auch nicht, man kommt nicht weiter. Also für mich persönlich ist das eine gute Änderung, ich finde dadurch wird das Spiel nochmal ein klein wenig knackiger und ich bin mal gespannt, wie die nächsten Balancing-Anpassungen aussehen werden, denn ich bin mir ganz sicher, das werden nicht die letzten gewesen sein. Ansonsten lasst mal eure Meinung bezüglich der Anpassung unten in den Kommentaren da, bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Das war es jetzt soweit aber erstmal von meiner Seite, ich bedanke mich nur recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch auf dem Schlachtfeld, euer Cheft.